Wir sind eigentlich davon überzeugt, dass es ganz viele Kulturpflanzen gibt, die nicht alles Licht brauchen. Mein Name ist David Ziegler, ich bin bei InsoLight zuständig für die Umsetzung der Agri-Photovoltaik-Projekte, die wir planen und bauen. Hier beim Projekt Lubera, das ein Gewächshaus ist mit Agrophotovoltaik, durften wir zusammen mit der Baumschule Lubera und dem Energiewerk PUX dieses Projekt realisieren. Mein Name ist Adrian Bossart, ich bin CEO des EWB, das ist der Energieversorger und Wasserversorger der Stadt PUX. Für uns hat Photovoltaik eine ganz zentrale Bedeutung. Deshalb war das Projekt auch so interessant. Wir streben natürlich, ich glaube wie alle Energieversorger danach, möglichst einen hohen Eigenversorgungsgrad zu haben, also selber möglichst viel Energie zu produzieren. Wir produzieren ein Naturprodukt, Pflanzen. Ja? Pflanzen, die produzieren die Luft, die wir atmen. Mein Name ist Markus Kobelt. Ich bin Gründer, Besitzer und Geschäftsführer von Lubera. Wir haben hier ein größeres Gewächshausprojekt, 1,6 Hektar, verwirklicht und in dem Zusammenhang 20% des Lichts vom Dach sozusagen dem Strom zugesprochen. Also mit 20% des Lichts produzieren wir Strom zusammen mit dem EWB PUX und mit 80% Pflanzen. Wir haben für dieses Projekt ein Spezialmodul entwickelt, das exakt auf die Bedürfnisse von der Baumschule Lubera abgestimmt ist. Das ist ein Modul mit einem Spezial-Alurahmen, der ins Gewächshaus integriert ist, sodass halt das Gewächshaus, das Dach dicht bleibt. Und auf der anderen Seite ein Modul, wo wir die Lichtdurchlässigkeit so optimiert haben, dass so viel Licht noch ins Gewächshaus kommt, wie die Baumschule und die Pflanzen halt brauchen. Es geht eigentlich alles um Lichtverteilung. Wir haben dafür Software-Tools entwickelt und Modelle, damit wir in verschiedenen Geografien für verschiedene Kulturpflanzen diese Lichtverteilung optimieren können. Wir haben eine Hypothese, wie es sein wird. Die Hypothese heißt, wir werden kaum Einbußen haben, vielleicht bei bestimmten Pflanzenarten sogar eher bessere Qualität als schlechtere Qualität. Das ist die Hypothese. Aber wir haben natürlich mit 20% des Lichts zusätzlich zu den Pflanzen Elektrizität produziert. Wir sind ein klein bisschen stolz, dass wir hier im PUX so ein Projekt gestartet haben und vielleicht auch eine Strahlkraft haben über die Landesgrenzen hinaus und europaweit, damit vielleicht eine bestimmte Vorreiterrolle eingenommen haben können.